Hallo, liebe Leute. Marvo 7 presents Kenny's Adventure. Ja, die Musik geht mir gerade echt auf den Sack. Nein, doch. Pokémon-Musik, also mein neues Projekt. Ein Mario-Hack, Kenny's Adventure, kennt ihr sicherlich, ich spiel's blind. Ohne große Vorrede möchte ich auch mal starten. Ich weiß nicht, ob der sonderlich schwer ist. Eines Tages fiel Kenny in ein Loch, was plötzlich unter seinen Füßen entstanden ist, auftauchte, wie auch immer. Dies war eine Tür zu einer Welt, die Hilfe brauchte. So, gehen wir erst einmal hier rein, in Yoshis Garden. Yoshi, hi Kenny. Ja, ich bin der, der dich in das Loch oder der das Loch gemacht hat. Ja. Das ist mein Garten. Ich habe eine Lebens Drinks Scheiße hier liegen. Egal. So, was ist hier denn? Ja, super. Der hat jetzt nur gesagt, dass wir, also Yoshi, dass wir in jeder Level ein so ein Level-Up-Ding, ein Level-Up, ein Leben-Up kriegen. Aber ich fange da mal an. Kenny's Adventure. Okay, was ist er denn? So. Vorab muss ich sagen, ich bin, glaube ich, nicht mal ein ganz so schlechter Mario-Spieler. Ja. Wie man schon sehen kann. Nein. So. Nein! Das musste jetzt nicht sein. Oh Gott. The Forest. Immer noch. Schnell. Oh, das war jetzt ein Fail. Boah, spiele ich hier eine Scheiße wieder. Komm schon. Das sollen wahrscheinlich die Yoshi-Münzen darstellen und. Boah, nicht nochmal. Die Dinger kann ich ja gar nicht leiden. Hier entlang. Säge. So ein anderes Ding. Und runter. So eine selber gezeichnete Sonne, schätze ich, von Marvo 7. Und Ziel. Oh, cool. So, die erste Stage war ja nicht schwer. Das mit dem Stern habt ihr nicht gesehen. Ich habe ja noch 5 Leben. Nächste Stage. Woo! At the Stones. Die Pokémon-Musik ist scheiße. Wow. Jetzt hole ich mir hier mein Leben. Okay, und dann mal so. Pass auf, achte auf die Bullet Bills. Okay, jetzt haben wir hier. So eine Scheiße. Okay, ich bin doch kein guter Mario-Spieler, wie ihr gesehen habt. Und ja, ich spiele den Hack. Okay, die Gegner sind cool. Also ich spiele den Hack, weil, ja, ich habe gemerkt, Mario X kommt gut an. Vielleicht gefällt euch der Scheiß hier. Wie ich faile. Oh, cool. Ah, ich dachte, ich kann hier hochheben. Stier, Spitzmann. Schon Ziel. Clear. Hau rein. Koopas Fort. Oh, cool. Da oben vielleicht war da, komme ich nicht dran. Die Stage gefällt mir. Komm, geh weg. Halt, die Musik kenne ich doch irgendwo, ja. Und Tipp, jawohl. Hier rüber. Welche Musik ist das denn? Boah. Das regt mich jetzt aber auf, dass ich nicht weiß, woher ich die Musik kenne. Aber ich glaube, der Hack ist nicht ganz so schwer.
Aber den Mavu 7 müsste man ja kennen. Der hatte ja auch andere gute Hacks gemacht. Was ist das denn? Bosse? Okay, der Hack ist nicht schwer. Bis jetzt zumindest nicht. Ich will jetzt nicht wieder so überheblich wirken wie gerade. Okay. Erste Castle geschafft. Oh, ein roter Punkt. Ich versuche, alle Stages freizuschalten. Kommt einfach besser rüber. Okay, was sagt uns das Ding denn? Kein Spin-Job erlaubt. Block City. So eine Scheiße. Mann. So. Als erstes lassen wir das Ding da runterkommen. Den Heiltrank oder die Kuhglocke oder was das sein soll. Oder eine Luftpumpe könnte das auch sein. Nee. Keine Luftpumpe. Ah! Donut. Cooper. Und da hier. Und das Tolle ist ja echt, ich kann ja keinen Spinjump machen. Ich hätte sonst gedacht, das Secret wäre hier irgendwo. Ach. Und auf ein neues. Oh, das regt mich jetzt auf, dass ich keinen Spinjump habe. Und hier über den Cooper. Hier auf den Donut. Den nehme ich mit. Boah. Ich fail hier auch immer die ganze Zeit. So. Die Yoshi-Münze nochmal eingesackt. Und hier rüber. Ach du Scheiße. Ziel! Aber wo ist denn das Secret? In dem... Oh Gott. Oh, der Hintergrund ist auch gut gelungen, muss ich sagen. Habe ich gerade gar nicht so drauf geachtet, nur am Ende. Pokémon. Pokémon Gelb im Wald. Okay, das ist Super Mario 64. Das erkenne ich sogar. Das ist nämlich von meiner Hass-Stage. Bei Super Mario 64. Ach, genau. Mach dir nichts draus. Geh einfach nach oben. So. Ah, selbe. Hier entlang, hier wieder hoch und auf das Ding und diese Ecke, yeah. Komischen Fische, Säge, zack, Fisch tot. Drehen, drehen, drehen und ziehen. Also, ich spiele das Spiel ohne Save Stats. Wenn ich sehe, ich habe jetzt schon 9 Leben und verkack bei so einfachen Dingern, ja, ohne Save Stats. Ich hoffe, das wird wirklich nicht mehr super schwerer. Super viel schwerer. Okay. Die Musik kenne ich auch irgendwo her. Was wirft der denn da für eine Scheiße? Trägt mich aber jetzt auf. Okay, da ist ein Schlüssel. Da komme ich nur dran, wenn ich den Penner da... Wenn ich da genau reinspringe, so wie jetzt. Boah, was wirft der denn da für eine Kacke auf? So. Boah. Gibt's doch gar nicht. Was soll das denn sein? Hilft der da so? Boah, und ich muss auch noch genau reinspringen. Ich darf beim ersten Sprung nicht versagen und darf ruhig dann beim zweiten versagen. So sehe ich das. Ey, was hat die Scheiße denn für einen Radius, ey? Das geht gar nicht. Boah. Meine Güte.
So. Nächster Versuch. Fuck. So, your tea is prepared. So, die Zeit ist um und der Emulator hat sich aufgehangen. Okay. Naja, ich mache hier einen Schnitt bei The Mushroom Forest, da wo ich so hässlich verkack. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Ich hoffe, es gefällt euch. Mein erster Mario-Hack allgemein, den ich aufnehme, also. Ich wünsche euch noch viel Spaß und danke fürs Schauen.